warten wir. Seht euch um, Leute! Danke fürs Mitmachen. Es ist doch zum Kotzen. La la la. Wo ich her? Wir wurden entdeckt. Mann, Mann, Mann. Die Stelle war ein bisschen doof. Das ist hier mal ein bisschen sicher jetzt. Wäre schön. Ich glaube, ich fahre jetzt weiter. Ja, gute Idee. Ich finde die Chloe ist ein bisschen... Ich finde die Chloe irgendwie heiß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. So einfach. Und ich finde diese Nadine, die ist mehr so die Draufgängerin. Mehr halt diese... ohne nachzudenken, einfach durchzugehen. Ja, für mich ist mein Eindruck bisher so von dem Spiel. Stimmt, du bist die Militärexpertin. Was ist Assafs Strategie? Hat seine Männer ausgesendet, um Kopf und aufzuhalten. Würde ich nicht tun. Was würdest du tun, wenn du Assaf wärst? Außer mich zu rasieren? Mich zurückhalten. Dich die Arbeit erledigen lassen und dir dann den Stoßzahn wegschnappen, wenn der Knochenjob erledigt ist. Hinterhältig. Sinnvoll. Minimiert einige Risiken. Wie gut, dass du auf meiner Seite bist. Ja, das stimmt. Es wundert mich, dass Assad das nicht auch so sieht. Vielleicht weiß sein Experte mehr als wir. Stimmt.
Ein Grund mehr, die Sache schnell zu beenden. Ja, stimmt wohl. Fahren wir mal hier hoch. Schön. Kommst du? Verstanden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt hier noch irgendeinen Schatz gibt. Nee. Ich fahr mal weiter. Also dann, los geht's. Wollen wir? Klar. Schau da oben. Parashuramas Bogen. Also Parashama. Parashurama. Parashurama. Okay. Wer war das gleich? Okay. Sechster Avatar des Gottes Vishnu und ein furchtloser Krieger. Von Shiva selbst in den Kampfkünsten ausgebildet, aber erst nach Eroberung der Welt, um Shiva von seinem Wert zu überzeugen. Und ich dachte, ich hatte es schwer. Gab's hier noch was? Nö, denke nicht. Was haben wir denn hier? Ah, ich kann meine Waffe darauf ziehen. Nee. Ich muss eine Granate reinwerfen. Immer noch nicht? Hä? Oder? Moment, ich bin komplett blöd. Hier. Damit sollte es klappen. Jetzt ab ins Auto und die Tür einreißen. Okay. Lass uns reingehen. So, lassen wir die Karre mal hier. Schwer zu sagen. Eine Festung? Sieht nicht wie ein Tempel aus. Endlich raus aus dem Drecksloch. Ich hab befürchtet, der Boss sei ein Schwätzer. Pass auf! Wer ist da? Ach, Scheiße! Nicht weiter! Immer weiter! Ihr wollt wirklich nicht, dass ich von hier unten schieße. Alter. Unterwischt. Ah!
alles sauber. Mal sehen, was wir hier haben. Die anderen bestimmt gehört. Kann man nichts machen. Komm schon. Da, auf dem Berg! Da kommen die anderen. Du gehörst mir. Willst du weglaufen? Weg von hier! Oh, fuck. Sehr gut, Herzchen. Okay, alles in Ordnung. Wir waren bestimmt nicht die Letzten. Das war ein großer Laster da draußen. Wir halten die Augen offen. Alter, was für eine Schlucht. Aber wie? Ist jetzt eben so. Außerdem zählt nur, wer es beendet, nicht wer anfängt. Guter Punkt. Da ist der Turm, den ich gesucht habe. Aber ich will ja die Objekte mal gucken. Und hep. Hier nach. Ich schwing mich mal. Und hep. Hoch hier und depp. Schon mich oben. Ganz schön. Soll mal ruhig herkommen. Rechts von dir, Fraser. Gleich hab ich dich. Gleich hab ich dich, du Spacko. Scheiße. Komm aus da.
geschafft. Das ist jetzt sicher. Ja, ist es. Das wollte ich gerade sagen. Da, der Tor öffnet sich. Perfekt! Das sollte funktionieren. Nehmen wir mal mit. Das ist man ja nie. Scharfschützengewehre sind schon immer geil gewesen in solchen Spielen. Auch in Halo zum Beispiel. Wenigstens bist du drüben. Deinen anderen Weg rüber? Bleib sitzen. Oder stehen. Da will ich hin. Bleib stehen. Verstanden. So, komm. Einfach hier ruf. Genau. Bitte. Alles gut bei dir? Alles gut. So, ich bin oben drauf. Okay, da geht es wohl nicht rein. Ah, da bist du. Macht's Spaß? Es macht sehr viel Spaß, klettern. Nadine. Da. Geschafft. Beeindruckend. Danke. Komm schon. Na, sieh mal an. Um was wetten wir? Zeig ich ja eine Art Schlüssel. Eins mit Stern für dich. Mal sehen, was passiert. Was ist das? Ein uraltes Häuserlapuzzle? Ach nee, ein Rätsel. Oh, ich mag sowas. Natürlich, ich mache einen Bogen. Ist das nicht dahin? Moment mal. Oh mein Gott. Wie soll ich das denn lösen, ey? Alter. Ah, weil ich jetzt hier noch Masse jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Scheibe da richtig hindrehen soll. Ah! Hab schon. Sieh dir das an. Parashurama. Und jetzt? Jetzt drehen wir diese Kurbel und schauen, was passiert. Ist das sicher? Du weißt schon, dass Schatzsuchen nichts für Angsthasen ist, oder? Söldnerin sein auch nicht. Mit dem Unterschied, dass ich weiß, was passiert, wenn ich den Stift aus einer Granate ziehe. Auf meine Art macht's mehr Spaß. Hast du das gehört? Spürst du das? Mhm. Wow.
Tracer. Sieh mal. Unglaublich. An der Seite des Berges ist ein riesiges Relief eingemeißelt. Und du dachtest, wir drehen an dieser Kurbel und gehen drauf. Gut, dass ich eine Archäologentochter dabei habe. War bestimmt eine tolle Kindheit, was? Ja, meistens schon. Ich habe viel gelernt. Das reichte Häuserler aber um sein Steckenpferd. Hat ihn aber viel Zeit gekostet. Also, ich will an der Schatzjagd auch ein bisschen was verdienen. Na klar. Ich riskiere mein Leben auch nicht umsonst. Das glaube ich dir. Wie eine Armee anzuführen, was? Eine große Verantwortung. Liegt mir im Blut. Ist die Firma meines Vaters. Er ging in Rente, ich rückte nach. Familienbetrieb? Hm. Hab's total versaut. Aber das weißt du ja. Hab gehört, du stehst den Drake-Brüdern sehr nah. Ja, naja. Heben wir das Thema für ein andermal auf. Also, wohin jetzt? Das Fort über den Wasserfällen ist vielleicht interessant. Und vielleicht auch das Fort auf dem Berg. Schätze, ich hätte nach den Drakes fragen sollen, bevor ich den Job annahm. Da gibt's nicht viel zu sagen. Nate kenne ich ziemlich gut. Sam weniger. Er ist irgendwie einfach so aufgetaucht. Ja. Das machen wir beim nächsten Mal, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde 50 aufgenommen heute, was okay ist, finde ich. Das sind jetzt vielleicht, habe ich mir jetzt mal ausgerechnet, glaube die ersten 6-7 Parts zu Uncharted The Lost Legacy. Ich finde das Spiel sehr gut, es ist sehr informativ, es hat viele Schätze, viele geile Ideen, finde ich, und ja, ich bin ja mal gespannt, wie das hier noch weitergeht. Bitte spoilert mich nicht in die Kommentare. Falls ihr das Spiel kennt, einfach nichts verraten, bitte. Ich will es selber rausfinden. Ja. Bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin und würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo. Ja. Haut rein, bis dann und...